Eines Nachts ging ich spät mit einem Freund einen Pfad entlang. Plötzlich hörte ich, dass hinter uns jemand leise sprach: Schaut nicht zurück. Schaut nicht zurück. Schaut nicht zurück. Wenn ihr es tut. Verwirrt hielt ich an. Dann blieb es einige Sekunden still. Plötzlich hörte ich hinter uns das Geräusch von etwas, das zerrissen wird, und gleichzeitig einen Schmerzensschrei, den ich keinem Tier oder Mensch zuordnen konnte. Voller Angst presste ich meine Kiefer zusammen und widerstand dem Instinkt, mich umzudrehen. Als ich jedoch einen Blick auf meinen Freund Ken riskierte, sah ich, dass dieser bereits nach hinten geschaut hatte. Ken nahm an, dass uns jemand einen Streich spielen würde, und schaute sich um zu sehen, wer es war. Obwohl es schon sehr dunkel war und sich kaum etwas erkennen ließ, schaute er sich um, da er alles für keine große Sache hielt. Genau in diesem Moment hörten wir einen Schrei. Wenn ihr zurückschaut, werdet ihr sterben. Etwas flog in unsere Richtung und traf Kens Körper. Einen Moment später fiel er stöhnend auf den Boden. Als ich ihn mit extremer Angst anschaute, sah ich, dass ein Messer in seinem Bein steckte. Er stöhnte und schrie: Schau nicht zurück! Renn! Ich ergriff seinen Arm und rannte so schnell ich konnte. Während wir rannten, hörte ich, dass uns jemand verfolgte, doch ich drehte mich nicht um. Ich verhungere! Gib es mir zurück! Schrie der Mann. Als ich ihn ansah, lachte er, während sein Mund blutete und er uns wie ein Verrückter mit einem Messer verfolgte. Ken, der humpelte, wurde schnell von ihm eingeholt. Verstört sah ich, wie er Kens Bein ergriff und versuchte, mit dem Messer Fleisch herauszuschneiden. Fast so, als würde er ein Steak schneiden. Ich trat ihn so hart wie möglich, bis er letztendlich umkippte. Dann schafften wir es, ihm zu entkommen, indem wir wegliefen. Wir versteckten uns irgendwo und riefen die Polizei. Bald hörten wir die Geräusche eines Polizeiwagens. Ich schaute mir Ken genauer an und sah, dass das Fleisch seines Beines auseinandergerissen war. Als ich ihn fragte, was passiert sei, antwortete er unter Schmerzen. In dem Moment, in dem sich Ken umgeschaut hatte, sah er einen Obdachlosen, der rohes Fleisch aß. Der Mann hatte ein Messer in der Hand und warf es, sobald Ken seinen Blick getroffen hatte. Die Polizei nahm den Mann fest und fand ein weiteres Opfer, von dessen Körper Fleisch geschnitten worden war. Es stellte sich heraus, dass er verzehrt worden war. Er atmete kaum noch. Das Opfer war betrunken und lag bewusstlos auf dem Boden, während es von einem Obdachlosen gegessen worden war. Ich kann Kens blasses Gesicht bis heute nicht vergessen. Wenn ich es an diesem Tag nicht geschafft hätte, wegzurennen, hätte ich vielleicht auch einige Körperteile verloren. Mein Name ist Flora. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mir vor 2 Jahren passiert ist. Damals war ich im letzten Jahr der Highschool. Alles lief gut und auch meine Noten waren akzeptabel. Ich hatte keine besonderen Probleme. Ich redete eigentlich mit jedem aus der Klasse. Abgesehen von einem Jungen, der sich sozial kaum beteiligte. Er saß immer hinten am Fenster des Klassenraums und war die gesamte Zeit leise. Jeder aus der Klasse hielt ihn für schüchtern und niemand sprach ihn aktiv an. Tatsächlich hatte ich bereits einmal versucht, mit ihm zu reden. Doch er ignorierte mich komplett. Dann gab ich den Plan auf, ihn aus seiner Einsamkeit locken zu wollen, da ihm diese scheinbar gefiel. Gelegentlich traf ich ihn in den Fluren, wo er auf dem Boden saß und zeichnete, ohne dabei jemals zu reden. Einmal beschloss ich es nochmal zu versuchen. »Hey, was zeichnest du?«, fragte ich dann vorsichtig. Doch er antwortete mir nicht. Er löste nicht einmal seine Augen von seinem Skizzenbuch. Ruhig, emotionslos. Also beschloss ich, ihn einfach in Ruhe zu lassen. Ein paar Tage später traf ich ihn auf dem Weg nach Hause in der U-Bahn. Als ich um etwa 18 Uhr an der Station ankam, war es innen relativ leer. Ich konnte erkennen, dass sich dort 3 Menschen befanden. Ich, ein etwa 40 Jahre alter Mann mit Koffer, und mein mysteriöser Klassenkamerad mit einer großen Sporttasche.
Zu diesem Zeitpunkt ließ ich ihn lieber allein. Ich hatte keine Lust, wieder ignoriert zu werden. Die Bahn hielt an und wir stiegen alle durch dieselbe Tür ein. Dann bemerkte ich den Geruch. Es roch nicht nach Schweiß oder ähnlichem, eher nach verrottetem Fleisch. Ich werde mich mein Leben lang an den Geruch erinnern. Der Gesichtsausdruck des 40-Jährigen zeigte mir, dass er denselben Geruch wahrgenommen hatte. Daher schlussfolgerte ich, dass der Geruch von der Tasche des Jungen ausgehen musste. Ich wollte weitergehen, um Distanz zwischen die Tasche und mir zu bringen. Doch in diesem Moment sagte der Mann im Anzug etwas, das mich in meiner Bewegung einfrieren ließ. Junger Mann, tropft da etwa Blut aus Ihrer Tasche? Kleine rote Perlen sammelten sich an der Unterseite, bevor sie auf den Boden fielen und dort eine Pfütze entstehen ließen. Ich merkte, dass ich zu schwitzen begann und keine Ahnung hatte, wie ich reagieren sollte. Er antwortete jedoch nicht, und da niemand von uns weitersprach, blieben wir still. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit dem Koffer ein Schaffner war. Und nun erinnerte er den Jungen daran, dass Lebensmittel in der Bahn verboten waren. »Bitte öffne die Tasche einmal für mich«, sagte er. Mein Mitschüler schien zu zögern. Dann begann er jedoch langsam, die vordere Tasche zu öffnen. Bevor einer von uns überhaupt verstand, was los war, begann er, ein großes Küchenmesser in unsere Richtung zu schwingen. Glücklicherweise schaffte es der Schaffner, ihn zu entwaffnen und zu überwältigen. Danach bat er mich, sofort die Polizei zu rufen und dem Zugführer Bescheid zu sagen, was ich natürlich tat. Etwa 10 oder 15 Minuten später erschien die Polizei. Sie nahm meine Aussage auf und öffneten die Tasche. Ich werde nie vergessen, was ich in dieser Nacht sah. In der Tasche befanden sich menschliche Überreste. So etwas hätte ich niemals sehen sollen und die Erinnerung daran hat sich tief in mein Hirn gebrannt. Die Polizei stellte später fest, dass der Junge schwerwiegende psychische Probleme hatte und dass die Skizzen, die er zeichnete, oft Hände darstellten. Ich bin noch immer in psychischer Behandlung und versuche mit einem Psychologen das Geschehene zu verarbeiten. Ich will vergessen, dass auch ich von ihm verletzt werden konnte. Außerdem will ich nie wieder daran denken müssen, dass dieser Junge mein Mitschüler war.